Hallo ihr Lieben, heute schauen wir mal, welche essbaren Wildkräuter sich in meinem Garten finden lassen. Ihr seht einige Gartenarbeiten und ihr erfahrt auch, warum die Forsythie keine gute Idee ist für einen naturnahen Garten. Jetzt endlich wächst auch bei mir der Bärlauch, den habe ich letztes Jahr erst hierher gepflanzt, ein paar Zwiebeln von der Nachbarin bekommen und natürlich werde ich den jetzt nicht in Größenordnung abernten, sondern der muss sich hier erstmal etablieren und breitet sich dann demnächst hier hoffentlich auch wunderbar aus. Unsere schwarzen Kübel hier im Hof, die werden wir ausleeren und wegschaffen. Die haben sich als äußerst ungünstig erwiesen, weil die hier einfach im Hochsommer so schnell austrocknen, dass man mit Gießen überhaupt nicht nachkommt. Dafür haben wir ja jetzt das neue Hochbeet gebaut und die Erde können wir dafür gleich wunderbar benutzen, um das dann auch wieder aufzufüllen. Hier sind in einem Kübel noch die Wintersteckzwiebeln drin, die natürlich auch schon gewachsen sind. Die werde ich jetzt vorsichtig noch umpflanzen, denn um die wäre es ansonsten wirklich schade. Die kommen oben im Beet neben die Zuckerschoten, die schon ausgesät sind, in einer kleinen Reihe. Da passen die Zwiebeln wunderbar noch hin und mit meinem Pflanzstock mache ich hier einfach ein tiefes Loch in die lockere Erde und hoffe dann, dass die Zwiebeln hier nach kurzer Anwuchszeit auch wunderbar weiter wachsen werden. Und bis hier die wärmeliebenden Pflanzen auch einziehen in das neue Hochbeet, können hier nochmal die vorgezogenen Salatpflänzchen wunderbar als Zwischenkultur dienen und die sind dann auch aufgegessen, bis dann hier die Chili und die Paprika ihren Platz bekommen. Die Pflanzen, die wir in letzter Zeit so ausgesät haben, sind jetzt auch alle schon am Keimen. So sehen wir hier auch zwischen den Knoblauchreihen schon die ersten Möhren wieder aufgehen. Und da werde ich die jetzt auch der Reihe nach verziehen, damit da nicht zu viele Pflänzchen sich den Platz gegenseitig wegnehmen. In meinem kleinen Erdbeerfeld zeigt sich hier auch zwischendrin, dass hier noch andere Pflanzen im Boden verborgen waren. Hier steht nämlich noch der Meerrettich und da sieht man jetzt auch an den verschiedenen Stellen, wo die Wurzeln in der Erde waren, dass der Meerrettich hier auch neu austreibt. Wie jedes Jahr zeigt sich auch in diesem Jahr an einer unverhofften, aber immerhin günstigen Stelle eine neue Königskerze. Letztes Jahr stand die am Zaun zu dem anderen Nachbarn. Dieses Jahr wächst hier eine. Da können wir uns auch wieder über wunderbare Königskerzenblüten freuen. Und letztes Jahr war ja hier auch der Königskerzenmönch dran, also eine kleine Raupe, die dann zum Falter wird. Vielleicht finden die dann auch hier wieder an der Königskerze dieses Jahr ihr Futter. Hier vor der Hecke hatte ich letztes Jahr sowohl Kümmel als auch Gewürzfenchel ausgesät und eines von beiden ist jetzt hier am Wachsen. Das werde ich beobachten, welches der beiden Pflanzen das wohl sein wird. Überall im Garten zeigt sich jetzt auch mehr und mehr der Ehrenpreis, ein wunderbares Kraut für ein Vitalwasser oder auch den Teeaufguss. Essen kann man ihn theoretisch auch, aber hier wachsen auch andere Pflänzchen, die ein bisschen besser schmecken im Salat. Am besten nehme ich euch dann einfach mal mit, wie ich meine Salatschüssel mit den Wildkräutern fülle. Auch hier im Beet ist etwas aufgegangen, was noch unverhofft war. Das müsste eine Kerbelrübe sein. Hier hatte ich nämlich in der vorletzten Saison ganz viel Kerbelrüben ausgesät, aber da war der Winter zu mild oder zu kurz oder andere Sachen sind schief gegangen und dies war nicht aufgegangen. Und theoretisch, also das müsste eine sein, die jetzt hier drin wächst. Eine Kerbelrübe. Na mal sehen, ob wir da dieses Jahr auch was ernten können. Ein Blättchen frischen, scharfen Rucola kann ich mir jetzt hier auch schon wieder zupfen. Und hier zwischen den Wintersteckzwiebeln, die schon anständig ihren Lauch hier rausschieben, da wächst jetzt auch irgendwas in Größenordnungen. Ich nehme an, dass sich ja letztes Jahr eine Pflanze von selbst ausgesamt hat. Und auf dieser Höhe hier dürften die Tagetes, die Studentenblumen, gestanden haben. Da beobachte ich jetzt auch mal, was hier aus diesen Keimlingen wird. Für den Feldsalat habe ich einen Erntetipp. Die wachsen ja so als Einzelpflänzchen mit ihren paar Blättchen. Wenn man sie aber knapp über dem Boden abschneidet, dann wachsen mehrere neue kleine Blattrosetten aus einer Pflanze und so hat man im zweiten Schwung sogar noch eine größere Ernte. Das kann man natürlich nicht unendlich machen, irgendwann verlieren die Pflanzen dann auch ihre Kraft, aber das Prinzip funktioniert sehr gut, gerade so im Frühjahr, wo noch nicht viel anderes wächst, lohnt sich das mit Absicht so zu ernten, um dann gleich nochmal Nachschub von denselben Pflanzen haben zu können. Ja, eine Pflanze, die das Wort Garten im Namen trägt, aber häufig auf der Fensterbank angebaut wird, ist die Gartenkresse.
Lasst die mal in Erde wachsen zu einer großen Pflanze und ihr werdet erstaunt sein. Der Geschmack ist derselbe wie bei den Keimlingen, fast sogar noch besser. Und auch die Gartenkresse kann natürlich ausgewachsen viel mehr bieten. Das ist auch ein dankbares Pflänzchen, wenn man wenig Geduld hat, ein, zwei Tage feucht halten und schon sieht man, dass die Samenkörner am Keimen sind. Und die Gartenkresse wächst nicht nur schnell, sondern sie ist auch wunderbar gesund für uns und ist einfach geeignet für viele Speisen, um die aufzupimpen und da nochmal ordentlich Pep reinzubringen. Die anderen kleinen Salatpflänzchen brauchen noch eine Weile, bis wir die hier auch im Babyleaf-Style so ein bisschen beernten können und nicht zu viele Blätter klauen. Deswegen schauen wir uns erstmal um, was denn so in der freien Natur ganz wild hier auch im Garten an gesunden, frischen, grünen Sachen zu holen ist. Die frischen Brennnesseltriebe können wir hier ganz problemlos von unten angepackt sogar schmerzfrei ernten und die Brennnessel ist eine unserer wertvollsten und besten Heilpflanzen. Es hat mal ein großer Kräutermann gesagt, wenn die Menschheit wüsste, wie wertvoll die Brennnessel ist, würde sie nur noch diese anbauen. Die Gundelrebe oder auch Gundermann genannt steht hier gleich nebenan und das ist eines meiner Lieblingspflänzchen. Die hat einfach einen wahnsinnig tollen, gewürzigen Geschmack in jedem Salat, im Pesto, in der Kräuterbutter und gerade die Gundelrebe ist auch gut geeignet, um sie mit einem guten Öl im Salat anzurichten, denn ihre besten Inhaltsstoffe sind fettlöslich. Die Gundelrebe ist eine große Heilpflanze, besonders wenn man was für sein Herz tun möchte, aber auch in vielen anderen Fällen ist sie empfohlen. Da gibt es schon ein eigenes Video dazu, wenn ihr Lust darauf habt. Und auch der Löwenzahn ist selbstverständlich höchst gesund und in allen Teilen essbar. Die Wurzel, die Blätter, der Stängel und auch die Blüten, die können wir einfach essen. Ein wunderbar leckeres und sehr gesundes Wildkraut. Beim Wildkräutersammeln ist natürlich darauf zu achten, dass man das nicht gerade an einem Feldrand macht, wo vielleicht Gülle oder Pestizide, andere Chemikalien auch gesprüht werden oder auch an Wegesrändern, wo Mensch oder Hund gerne ihre Geschäfte hinterlassen. Hier neben dem Löwenzahn sind auch noch ein paar Brennnesseltriebe, da nehme ich noch etwas mehr mit und auch die Gartenpimpinelle wächst hier in Größenordnungen. Die bildet auch wunderschöne Blüten aus und ist eine tolle Bienenweide. Sie schmeckt lecker nach Gurke oder Erbse, da sind die ja, Erfahrungen verschieden je nach Geschmack. Auf jeden Fall lecker und gesund und klein gehackt. Ja, ist das dann auch ganz toll, diese kleinen grünen Plättchen der Pimpinelle mit im Salat zu haben. Die ist auch wahnsinnig pflegeleicht und stand hier auch über den ganzen Winter frostfest. Und immer wenn es getaut war, konnte ich mir ein paar frische Plättchen der Pimpinelle holen, denn auch den ganzen Winter hat die ja frisches Grün ausgetrieben. Natürlich stehen auf der Wiese noch sehr viel mehr essbare Pflänzchen, wie zum Beispiel auch das Gänseblümchen oder auch die Duftveilchen. Die könnte man essen, die sind auch sehr dekorativ, aber zur Zeit, wo so wenig blüht oder die falschen Sachen blühen, da lasse ich das lieber für die Insekten stehen. Immerhin gibt es jetzt für uns gerade ab März und April besonders viele Wildkräuter oder auch Sachen, die sich gerne auch von selbst verbreiten, ohne dass wir Arbeit damit haben zu sammeln. Zum Beispiel auch hier wieder die Postelein, frostfest und winterhart und eine der ersten, die wir großzügig ernten können, im Frühjahr. Hier stehen völlig unscheinbar gleich drei starke Pflanzen an einem Fleck, der Weißdorn, der Ehrenpreis, aber auch die Vogelmähre. Die Vogelmähre ist ein ganz dankbares Wildkraut, das rechtzeitig auch schon im Garten wächst, ganz kleine, hübsche weiße Blüten ausbildet und besonders gesund und lecker im Salat ist. Was der Weißdorn insbesondere, aber auch der Ehrenpreis als starke Heilpflanzen können, das erfahrt ihr gerne auch in eigenen Videos zu diesen Pflanzen. Ja, auch der Bärlauch wäre jetzt eine wunderbare Zutat. Wir greifen demnächst wieder auf die Knoblauchsrauke zurück, eine wunderbare Alternative, die nach dem Bärlauch wächst. Und natürlich haben wir noch fünf, sechs andere zwiebelartige Sorten gerade im Garten und können da erstmal auch den Bärlauch hier kompensieren, bis er bei uns dann auch in größeren Ordnungen auch wächst. Ich habe ja eine kultivierte Art von dem Sauerampfer in einem Kübel stehen, aber hier am Zaun wächst ja auch wild der Sauerampfer. Das kenne ich aus meiner Kindheit, den haben wir gern frisch von der Wiese genascht. Und der kann auch in kleinen Dosen mit in den Salat. Der enthält wie viele andere Wildkräuter auch etwas mehr Oxalsäure, deswegen eher in kleinen Dosen und dafür für eine gute Mischung sorgen. Auch der Spitzwegerich ist eine wunderbare Heilpflanze, meine Nummer 1, wenn ich eine wählen müsste, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will. Aber auch für den Salat ist der Spitzwegerich wunderbar geeignet und klein gehackt als Wildkraut kann der wunderbar mit dazugegeben werden.
Auch andere starke Heilpflanzen haben sich ja etabliert, leider nicht im Beet, sondern am Wegesrand. Hier wächst auf jeden Fall die echte Kamille, die stand ja letztes Jahr in den Steinen über dem Weg und hat hier nach unten scheinbar ja sich vermehrt. Ich lasse die erstmal stehen und was überlebt, überlebt. Und ansonsten hoffe ich, dass die Kamille sich auch noch an Standorten etabliert, wo wir sie vielleicht nicht mit so hoher Wahrscheinlichkeit kaputt treten. Während andere Kressearten erst im Frühjahr ausgesät werden können, um im Freiland eine Chance zu haben, steht hier noch das Barbarakraut oder auch die Winterkresse. Auch die gibt ordentlich Pep im Salat. Und auch im Gewächshaus steht eine weitere Kresseart, der Wassersalat oder auch die Wasserkresse. Der wächst riesig groß und ist genauso scharf wie die kleine Gartenkresse, wenn wir sie als Keimlinge ernten. Und selbst wenn die Radieschen vielleicht noch nicht erntereif sind, können wir uns hier und da ein Kohlblatt von den Radieschen zupfen und auch das mit in den Salat geben. Und auch das Freiland ist noch voll mit scharfen Sachen an Zwiebelartigen, die überwintert haben. Das ist voll mit Lauchzwiebeln, mit Winterheckenzwiebeln und auch der Schnittlauch ist jetzt schon wieder 5 cm gewachsen, den ich vor wenigen Tagen erst hier kurz über dem Erdboden abgeschnitten habe. Auch hier können wir uns von den verschiedenen Pflanzen jetzt mal einzelne Lauchzwiebeln holen und das gibt natürlich einen wunderbaren Pep im Salat und gerade die Sachen, die so scharf schmecken, die sind besonders gesund für uns. Hier habe ich auch noch größere Pflanzen der Posteleien überall in den Beeten stehen. Die sollte ich jetzt auch abernten, bevor die blühen. Die können sich nämlich richtig gut ausbreiten, wenn man da nicht aufpasst. Und wenn ich dann wieder etwas Scharfes will, kann ich immer noch auf die Asiasalate zurückgreifen, die ich jetzt auch schon blattweise von einzelnen Pflanzen mir die Blätter holen kann. Und die sind tatsächlich genauso scharf wie die Kresse und geben noch mehr Pep in den Salat als zum Beispiel auch der Rucola. Und um das Ganze dann aufzufüllen, kann ich nach wie vor in den ganzen Freilandbeeten die überwinterten Spinate und auch den Feldsalat noch dazu ernten. Und natürlich habe ich noch viel mehr von den einzelnen Kräutern, als wir jetzt kurz im Video gesehen haben, sodass die Schüssel auch richtig voll werden kann. Und das jeden Tag. Und nebenher wachsen natürlich auch schon wieder die nächsten Pflänzchen und die meisten Sachen, die gehen jetzt auch auf und das geht im Frühjahr so unglaublich schnell, dass es wirklich Freude macht zuzuschauen, wie alles wächst. Ja, ihr Lieben, und zu einem naturnahen Garten gehört es natürlich auch, dass wir an die Lebewesen um uns herum denken. Und deswegen möchte ich euch noch über etwas informieren, was vielleicht wenige wissen und deswegen so viele falsch machen. Ich sehe nämlich gerade ringsum, wenn ich mich umschaue, in allen Gärten ringsum wunderbar schön und gelb die Forsythia blühen. Ich möchte euch aber gerne sagen, dass das kein einheimischer Strauch ist und dass die Forsythia sogar dafür sorgen kann, dass Insekten verenden. Es ist nämlich so, dass die zwar wunderbar gelbe Blüten ausbildet, aber keinen Nektar beinhaltet. Und gerade im Frühjahr machen sich viele Insekten mit ihrer allerletzten Kraft auf den Weg zu ihren Blüten, um dort die erste Energie zu tanken und dann ja ihr Leben fortsetzen zu können. Und wenn die an der Forsythia landen, dann passiert es meistens, dass sie mit letzter Kraft auch unter der dann sterben, weil dort nichts für Insekten zu holen ist. Der Mensch wollte da mal Pflanzen anbauen, die eben Insekten nicht anlocken. Und heutzutage denke ich, zumindest hoffe ich, wer meinen Kanal schaut, tickt da etwas anders. Greift bitte auf naturnahe Sachen zurück, die sowohl uns als auch den Insekten etwas Gutes tun. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit im Garten, viel Spaß beim Umgestalten und wenn ihr noch nach naturnahen Ideen für euren Garten sucht, die sich ganz leicht und kostenlos selber machen lassen, dann schaut gerne nochmal in mein letztes Video rein, als wir da im Outdoor-Camp wunderbare Inspirationen gesammelt haben. Bis zum nächsten Video und euch eine gute Zeit, ihr Lieben. Tschüss!